Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich habe vorhin mir Shame geholt und ich habe 3 Stunden resettet für Scheu oder mäßiges Wesen. Und dann mache ich auch Spaß einfach Taufball. Und dann war mäßig und ich wollte den eigentlich im normalen Ball, aber nehme ich trotzdem Scheiße. Warum kein Überball? Wenn ein Heizkörper nicht richtig war, muss sofort der Vermieter informiert werden. Es sollte in ihm eine angemessene Frist für die Beseitigung des Mangels eingeräumt werden. Im Ablauf der Frist darf der Mieter einen Fachbetrieb mit der Reparatur der Heizung beauftragen. Der Vermieter muss die Kosten dafür zahlen. Notfalls kann der Mieter sie mit der nächsten Mietzahlung verrechnen. Im schlimmsten Fall wird eine Wohnung bei einem Heizungsausfall im tiefsten Winter unbewohnbar. Dann ist eine Mietminderung von 100% angebracht. Bei einem Ausfall der Heizung bei Temperaturen im Plusbereich erscheinen um die 20% Mietminderung angemessen. Ja, wie gesagt, letztes Jahr im Winter dachte ich teilweise, ich sterbe. Cowboy Bebop habe ich noch nicht geschaut. Meinst du, ist die Real-Serie schon draußen? Ja, ist sie. Ich fand den Trailer sehr geil. Fand ich sehr geil gemacht. Der hat mich sehr gecatcht. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ja, ich werde es mir auch anschauen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir anschaue. Aber ich habe gestern die 1000. Folge One Piece geguckt. Oh mein Gott, Junge, das war so wild. Oh ja. Also. Pipi in den Augen gehabt. Ohne Witz. Allein schon der Anfang war so geil. Ja. Ich weiß doch. Ja, Jungs, war geil. Wann schaust du? Ja, ich schau jetzt 1000 Folgen, let's go. Let's go, ja. Mach mit Milch zusammen. Und das. Ja, mach echt. Aber das oben sind nur 3 Felder, ne? Das ist 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, das ganz recht unten ist am weitesten. Ja, das, wo ich auch war, war ja auch 4 Felder, deswegen passt. Ist ja diagonal, ist ja auch 1 Feld, ne? Theoretisch. Ja. Okay. Das heißt, so die schnellste Variante und diagonal 1 Feld ist, und da muss es halt 4 Felder. Im 4. Feld muss es dann drin sein, ne? Das ist richtig, ne? Ja, mindestens 4. Feld, also kann auch 15 oder 6 ist. Ja, klar. Ja. Aber du bist schon echt unlucky mit den Chains. Wenn ich gucke so, Dalokat Shiny Hunted ja auch. Ja. Der hat jetzt insgesamt 2 Streams gemacht, wo er Shiny Hunted hat, und der hatte in beiden Streams eine 40er Kette mit 3 Shinies gehabt. Obwohl bei der zweiten hat er jetzt nur 2 Shinies. Ach nur, ja dann ist er. Ja, ach, nur. Deswegen. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht verfolgt, wie lange er jetzt so gestimmt hat, ungefähr immer. Ja, mal gucken. Bekannt hat 8 Shiny-Bammelin in seiner Chain, Junge. Welt. Aber ich glaube, wenn ich so von einem Pokémon die Chain quasi voll habe und Shiny kommt und dass ich so zweimal noch entwickelt, wie jetzt zum Beispiel Starlily oder so, würde ich danach, oder Lavita, würde ich nach dem 3. Shiny die Chain schon aufhören, weil wofür brauchst du das 4. Oh mein Gott, Shiny! Ein Shiny! Ja! Ja! Ja, let's go! Als ob, let's Junge. Go! Bei einer Chain von 5 oder was? Nice! War das? Was für eine Chain? Let's go! Ich weiß nicht, aber es ist mir scheißegal! Junge, ich wusste noch, heute kommt das Shiny. Let's go! Da ist er! Warum so sagen, wie lange du bist, dann kommt es. Muss ich immer nur beschweren. Das nice! Ist bei Pokémon. Gehen Super Zett. Catch. In dem Flottball. Jawohl. Oh, er ist nicht drin geblieben. Zett. Er wollte nicht im Flottball sein, schade. Junge, wirklich, ich dachte erst so, hä, was ist denn jetzt los? Komm, ich werf so, Freundesball sieht actually richtig cool aus. Also ich sag, wenn er da drin bleibt, kann man kein Auge machen. Ja. Doch, ja. Nice. Wieder ein Super Catch. Nice! Und die Chain, ist sie gebrochen oder geht sie noch weiter? Schauen wir mal. Das ist die Frage. Ich würde sie noch weiter nehmen, ne? Aber ich sag, doch, ja. Wir warten eine Chain von 9. Wir schauen mal kurz. Chain von 9 war Chance 4 zu 2500. Ja, na gut. Wild. Nee, natürlich. Zu 2600. Noch was und ein paar zerquetschte. Ich sag, macht man. Also 1 zu 600, noch was. Kann man machen.